Hi Leute, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge Stardew Valley im Multiplayer mit Dwardrak. Hey. Yay! Da war ich zu schnell. Da war er ein wenig zu schnell, aber das ist nicht so schlimm. So. Mein Handy hat mir gerade... Spielhau ist finished. Ja, Goldhau auch. Fischer gesucht. Ich brauche ein gutes Exemplar eines Kugelfisch. Demetrius, Auftrag annehmen, na klar. Mir will irgendjemand 4 Red Mallet haben. Das kommt da rein. Dann wollte er einen Kugelfisch haben. Den haben wir, glaube ich, sogar. Haben wir nicht mehr. Oh. Keine Ahnung, ob wir Kugelfisch haben oder nicht. Fische sind immer so dumm zu fangen. Haben wir nicht mehr, weil wir alle unsere Fische weggegeben haben. Ja, weil wir gesagt haben, dass wir die Fische erst nicht brauchen. Genau, wir haben gesagt, wir brauchen nicht. Da liegt nur so eine Goldspitzhacke. Ich weiß nicht, wem die gehörte. Ich hab eine. Das ist, glaube ich, dann Sukis? Wahrscheinlich, ja. Ja, wir haben wieder einen Rabbit's Foot gekriegt. Diesmal Gold. Sehr gut. So, ich nehme mal die Crab Cakes mit. Heute habe ich nämlich gutes Glück. Und werde dann mich in die Mine begeben. Achso, die wollte ich hier lassen. Mach das. Glaub, mein Spiel hat sich auch so langsam gefangen. Ja, also meine Internetverbindung scheint sehr gut heute zu arbeiten, weil ich habe keine Frame Drops heute. Das ist doch gut, sowas will man hören. Eben. Aquatische Forschung. Und was ist Pias Mitteilung? Achso, Sashimi. Das heißt, ich muss mich mal mit unserem allerliebsten Lieblingsfreund anfreunden. Mit Linus. Linus! Ich mag Linus tatsächlich. In meinem ersten Playthrough war es der erste, mit dem ich überhaupt Freundschaft geschlossen habe und auch der erste, den ich auf 10 Herzen hatte. Weil Linus einfach eine coole Socke ist. So. Weil Linus eine coole Socke ist, das ist ziemlich gut, ja. Wir warten, bis der Herr von Clint anfängt zu arbeiten. Mit genug Geld, dann würde ich meine auch jetzt nochmal auf Gold packen. Haben wir tatsächlich 10.000 brauchst du. Ja, okay. Und ich würde dann irgendwann in den nächsten Tagen wahrscheinlich meine Dings auf Gold machen. Oh! Was ist jetzt los? Cutscene, weil wir nach 9 im Town Square sind. Nein! Ich wollte doch gerade Sachen ernten. Überspringen. Das kann man natürlich nicht überspringen. Das ist, wir haben das Community Center wieder hergestellt und alle Leute sind glücklich. Ist das nicht toll? Lassen Sie sich prügeln, Fox. Lassen Sie sich prügeln. Warum sollen Sie sich prügeln? Weil das cool ist. Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Ja, die Cutscene. Ich habe schon fast vergessen. Das müsste dann the old-fashioned way sein, ne? Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie du es getan hast, Fox, aber das Gemeinschaftszentrum hat noch nie besser ausgesehen. Irgendwie haben wir nicht mal gesehen, dass irgendjemand hier was dran gemacht hat. Irgendwie war nicht kein Bauunternehmen und so weiter. Ich bin das Bauamt, ich habe nichts genehmigt, aber egal. Du hast Pelikan einen großen Dienst erwiesen. Jeder in der Stadt ist froh darüber. Hey. Jeder? Nein, als Zeichen der Kleine. Wow. Das kannst du doch. Nein. Genau. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich dich gerne mit der größten Ehre dieser Stadt auszeichnen. Dem Sternentau-Heldenpreis. Du hast ihn dir verdient. Yay! Du erhältst Sternentau-Heldenpokal. Grummel, Grummel. Sagt Stimme. Wer ist da? Stimme. Wer Stimme? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind alle meine Kunden hin? Ah, Morris. Alle meine Kunden hier? Ja, du, hier gibt's nichts zu kaufen. Also das hat überhaupt nichts zu sagen. Aber okay. Das ist nicht gut. Wieso ist das nicht gut? Wie fühlt sich das an, hä? Lass uns doch vernünftig sein, oder... Erledigen wir das auf die altmodische Art. Altmodische Art. Altmodische Art, ja. Ha, das bedeutet gar nichts. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen, um mich um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehen. Nein, nicht dieses Mal, Morris. Und Pia so.
Es ist an der Zeit, dass es ein für alle Mal endet. Hoho, und wie schlägst du vor, das zu machen? Ha! Primitiv. Wenn du zu viel Angst hast zu kämpfen, dann bring jemanden deiner Mitarbeiter mit. Oder sollten alle Joja-Angestellten solche Feiglinge? Beleidige mich so viel du willst, aber wage es ja nicht, den guten Namen von Joja in den Dreck zu ziehen. Das nennt man mal Corporate Identity. Guten Namen. Hm? Pierre! Ha, nicht schlecht. Du bist sogar noch matschiger als deine Obst- und Gemüseabteilung. Wow. Vor allem George geht übelst ab. Und deine Schläge sind genauso wie Joja. Quantität über Qualität. Schnappt ihn euch! Hat ihn gerade. Ah. Bam. Bam. Wow, das war mal ein Haken. Und toll, das Dach habe ich gerade ganz gemacht. So geil, wie das Dach fliegt. Ja. Von Morris und seinen Joja-Marktfuzzis ward nie wieder gehört. So. Die Zeit hat nicht angehalten. Nein! Wie hat die Zeit nicht angehalten? Was erwartest du? Dass die Zeit anhält? Nicht im Multiplayer und nicht bei Cutscenes. Ja, aber bei Multiplayer-Cutscenes. Ich finde, bei so einem zwanghaften Cutscenes, die alle angucken müssen, sollte das passieren. Ja, aber ist nicht. Weißt du was? Ich gehe jetzt trotzdem noch in die Wüste. 15 Uhr. Ja. Ich meine, du könntest uns die Zeit, die wir geklaut, und geklaut wurde, einfach zurückgeben. Das stimmt, aber nein. Wir sind in der Wüste. In die Wüste geschickt werden. Gibt's da ein Achievement für? Nee. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend war mein Fortschritt doch gespeichert, weil ich bin auf Ebene 60. Das ist zumindest ein Anfang. Vielleicht war ich auch schon weiter und ich habe es einfach vergessen, aber... Wir haben jetzt fast 3 Stacks Kaffeebohnen voll. Das ist gut. Fast 4 Stacks. Ich glaube, wir müssen mehr Kegs bauen. Ja. Vielleicht kriegen wir 2 Sheds da oben hin. Ich hätte die Kegs jetzt woanders hingepackt, aber okay. Ja. Weißt du, wo ich die hingepackt hätte? Bei mir ins Haus? Nee, das nicht, tatsächlich. Wenn du am Bus nach links gehst, Richtung diesen Tunnel. Da muss man immer so weit rennen, vor allem bei Kaffee ist das nervig. Ja, alle 2 Stunden, stimmt schon. Oder unten, wo die, wie heißen die? Die Frühlingszwiebeln wachsen. Das ist ja auch eine Option. Weil da kommt nie jemand hin, wenn du dort alles fertig machst und dann am besten noch Böden dorthin packst. Weil wenn du einen Boden hinpackst, dann kann da keine Pflanze wachsen und so. Ja, das sowieso, müssen wir dann sowieso machen. Dann wachsen nämlich auch keine Bäume dazwischen. Ich muss nochmal hintreten. So. Darf ich den entdecken? Schon auf. Ja. So, 3 Ebenen runtergefallen. Das ist doch gut. Auf 64 schon. Die Wurzelplatte ist besser, die gibt nämlich Angriffsbonus, aber. Angriff oder Verteidigung. Verteidigung ist der bessere Angriff oder so, ne? Nee, andersrum. Wie auch immer. Aber hier gibt es einen Haufen Iridium-Erz gerade, weil ich heute Glück habe. Das ist doch super, bring das alles mit. Das alles. Und noch viel mehr.
bräuchte ich noch einen Schacht oder sowas. Ich stalk Clint's Haus. Übrigens, wenn du sagst, ob wir nächste Woche nochmal zum Aufnehmen kommen, ich habe am Mittwoch frei. Ja, am Mittwoch bin ich nicht da, vermutlich, aber erst Abend wahrscheinlich. Am Samstag habe ich nämlich bis, ich glaube bis 20 oder bin ich gleich Mittelschicht. Vielleicht auch nur bis 19. Ich weiß nicht. Ich glaube Freitag bin ich bis 20 Uhr. Das Wochenende bist du ja, wie gesagt, jedenfalls da. Irgendwie. Sonntags bin ich auf jeden Fall. Ja. Clint ist noch nicht hier. Na Mensch, Clint, du eure Socke, wo bist du denn? Ich will dir doch nur das Kupfererz zeigen, was wir in der Kiste gelagert haben. Da kommt er. Noch ein Krabbencake für mich. So, ich habe 5 Ebenen runter geschafft. Töte noch ein paar Slimes. Und dann. Machst du denn auf dem Rückweg, oder? Ja, genau. Pinch them in the corner. Don't pinch me in the corner. Okay. Jetzt muss ich aber wirklich, weil ich habe auch kaum noch Energie. Das heißt, ich wollte aber nicht noch einen Krabbenkuchen essen, weil mehr als die Ebene mache ich eh nicht. Warum nicht? Wir haben doch mehr als genug Krabbenkuchen. Ich habe 3. Du hast mir nicht sehr viel überlassen. Naja, klar, aber die habe ich natürlich einmal in die Mine gehen gekriegt. Also, ich glaube, Krabbenkuchen ist jetzt nicht so die Mangelware. Ja. Wer weiß. Ansonsten haben wir hier noch 109 Kaffee. Ich habe auch 43. Mein Pferd fragt sich, wo ich war. Das geht es gar nichts an. Also ich räume mal schnell noch ein bisschen aus ein. 22 Iridium-Erz, das ist in Ordnung. 22, ja. Hab ich schon mehr gesehen. Und dafür, dass ich jetzt nur 5 Ebenen unten war, ist es in Ordnung. Und nicht mal 5 Ebenen, weil ich ja 3 Ebenen mit der Dings gesprungen bin. Ja. Ich kriege jetzt übrigens für die blauen Pilze, für die violetten Pilze einfach 500, weil. Also es lohnt sich richtig. Die Pilzebenen aufzusuchen, wenn man Stufe 10 ist. Und da sammeln, ja. Genau, und wenn man das Iridium-Qualitäts-Sammel-Dings hat. Und ich glaube, beim Sammel-Skill sind wir uns alle einig, dass das der beste Skill ist. Auf jeden Fall. Vor allem, weil es einiges Platz in Truhen spart. Ja. Na und dann halt, wie gesagt, warum steht hier schon eine Stardew Hero Trophy? Hast du auch eine bekommen? Ja, jeder kriegt eine. Okay. Also zumindest jeder, der dabei ist, glaube ich. Na bloß gut, waren wir nicht 10 Leute auf dem Server. Dann hätten wir damit, keine Ahnung, den Weg flankieren können. Den Zaun bei den Tieren. Ich mach den Zaun einfach aus Hero. Weiß nicht, vielleicht kriegt jemand anderes, wenn jemand anderes noch kommt, auch noch eine. Das wäre sehr witzig. Post nachgeschickt. Du warst nicht da. Ja, ist noch eine. Wir haben davon sowieso mehr als genug. Es ist so selten Helden hier, da kann sie auch nur eine haben. Mhm. Oh, Piers Gemischwarenladen hat jetzt 7 Tage die Woche geöffnet. Na Mensch. Ich finde, Pierre könnte auch ab und zu mal Angebote haben. Ja, dann hat er aber Angebote, nachdem du gekauft hast. Das würde sich zumindest dann lohnen, würde man öfter mal bei ihm gucken gehen. Mhm. Cool ist auf jeden Fall auch, wenn du Pierre Sachen verkaufst, direkt ihm, dann hat er die danach auch mal im Angebot. Ja, kannst du sie wieder kaufen. Ja, und dann sprechen auch die Leute in der Stadt davon. Da kommt dann sowas wie, hey, ich habe das und das bei Pierre gekauft, das war voll lecker, voll gut oder so. Oder manchmal sagen sie auch, das war gar nicht so gut oder so. Das ist scheiße gemacht. Nee, sagen nicht, dass es von dir ist.
sowas wie, ich habe neulich das, ich habe neulich bei Pierre hier Trüffelöl gekauft, aber es hat irgendwie abgestanden geschmeckt oder so. Das lag bei mir auch ein paar Monate in der Kiste, also hatten sie nicht ganz unrecht. Clint will wieder Kupfererz haben. Ich zeig ihm einfach die gleichen 40 Kupfererz wie vom letzten Mal. Das ist gut. Das reicht, ja. Erstmal was trinken. Hallo, Mafi. Auf zu Clint. Hallo. Ich gehe zu Clint. Ist in Ordnung. Ich gehe mal kurz zu Pierre. Mach das. Nein, ich will Clint nicht melken. Was? Ich hätte voll cool noch den Melkeimer ausgerüstet und stand vor Clint und meinte so, ey, yo. Hey Clint, ich melk dich mal. So. Aber da, da jetzt schon Zeit ist, in die Mine zu gehen, gehe ich jetzt lieber in die Mine. Oh, vorher sammle ich aber die ganzen Weintrauben auf. Weil Iridium-Weintrauben sind super gute Geschenke für, wie heißt der kleine Junge? Vincent. Vincent, genau. Vincent mag nämlich Weintrauben. Das gruselige Mädchen. Jess. Sie ist gruselig. Ja, so ein bisschen. Alle spielen draußen, sie sitzt bei sich zu Hause und liest Bücher. Mm-hmm. Und sie geht alleine in den Wald, Seil springen, ganz alleine, an dem Baum. Das ist ziemlich gruselig. Ich möchte bitte gerne den Kalender nicht anzeigen, da das nervt mich dann mal. Ja, ein Ticket für die Calico-Wüste kaufen, dankeschön, tschüss. Bin dann mal weg. Ciao. Ich habe zumindest schon mal 440 Geld heute gemacht. Also quasi fast schon rein in Wüstenzug. Ich habe dafür heute schon Geld ausgegeben, ja. Ich auch. 10.000. Du? Weiß ich nicht. Ich hab irgendwie was bei 2.400, glaube ich. Ich bin bei allem besser als du. Kaktusfrüchte ist super gut mitzunehmen. Wenn die Iridium-Qualität sind, dann füllen die echt was auf. Schon 4 Iridium-Erz. Na Mensch. Und dir, Mann. Ich habe nur Iridium-Erz, 6 Stück und einen Aquamarine. Kein Ultramarine. Ich habe noch Rubin gefunden. Habe ich gestern 2 oder 3 gehabt. Da ist die Leiter. Ja, nicht das. So, schnell was essen, sonst sterbe ich hier beim nächsten Angriff. Das finde ich so schön. Ich glaube nicht auch, dass meine KP irgendwie nicht so hoch sind, wie sie sein sollten. Wie hast du denn deine Skill-Level gemacht? Mit dem Safe-Game-Editor, aber der setzt dann tatsächlich nur die Skill-Level und setzt die einzelnen Boni dazu nicht. Und dadurch, dass richtig, du kriegst ja ein Skill-Level, Energie und 5 Lebenspunkte oder so dazu, ja. Ja. Das muss ich wahrscheinlich alles noch nachsetzen.
So. Iridium. Ich nehme Eisenerz mit hier. Nehme ich auch mit, tatsächlich. Aber ich habe auch schon wieder... Ganz wichtig ist ganz viel Kupfererz mitnehmen eigentlich. Wenn wir mehr Öfen bauen wollen, brauchen wir mehr Kupfererz. Ja. Das ist Wahnsinn, wie viel man davon braucht. Ja, so. Ich hab genug Skelette gekillt. Ich habe eine Megabombe bekommen. Oh, ich habe einen Schacht gefunden. Schacht hinunterspringen? Natürlich. 4 Ebenen hinuntergefallen. Wo bist du hingefallen? Wow! Good game, Mine. Ein zweibreiter Gang. Ich will durchgehen, mach den Stein kaputt. Mach den Stein daneben kaputt. Treppe. Kann nicht mehr durch die Ebene erkunden. Pinch him! Ich mag Slimes einfach in die Ecke zu pinchen. Das einzige, was man Slimes macht. Ja, wenn sie dann so wehrlos sind und einfach. Wenn du dann halt sowas wie das Iridium-Schwert hast, dann können sie halt auch nicht mehr viel machen. Das Galaxy Sword. Nö, aber da kann auch niemand mehr wirklich viel machen. Naja, doch, diese. Die. Serpents, also diese Schlangendrachen-Dinger, die halten viel aus. Und tatsächlich die Fledermäuse hier auch extrem. Das ist die langweiligste Ebene, die ich jemals hatte. Bin ich jetzt nicht böse drüber. Es gibt mehr Gold. Diese Ebene hat Gold. Und Iridium. Das ist doch bestimmt doch nicht. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt so ein komisches Krabbenvieh. Wo sind mehr Steine jetzt? Da unten nehme ich mal. Ist egal. Ich packe sie dahin und laufe dann schnell weg. Ich habe trotzdem noch Schaden genommen. Okay. Well, ich glaube, ich war zu langsam. Hineinspringen. 6 Ebenen hinuntergefallen. 79. Krabbenkuchen essen, dankeschön. Ich habe keinen Krabbenkuchen mehr, aber wenn ich noch eine Ebene habe, dann, ja, habe ich. Dann bin ich 15 Ebenen heute runtergekommen, das lohnt sich echt. Ja, ich habe das Skeletten-Ziel gemacht heute. Das heißt, ich habe eine Skelettmaske. Ja, die Masken finde ich jetzt nicht so. Also generell, das Einzige, was sich wirklich lohnt, ist, die Dust-Sprites und die Slimes zu machen. Aber ich finde die Skelettmaske super. Macht die vor allem macht die sich super bei irgendwelchen Cutscenes. Ja, bringt die dir sonst irgendwas? Ich kann sie mit meinem Pferd abwenden, was auch ziemlich witzig ist.
Ja, aber ansonsten bringt sie halt auch nichts, ne? Das ist halt das, was ich meine. So, der Burglars Ring, der Liebesring, der bringt ja wenigstens noch was. Aber keiner von den Hüten bringt irgendwas. Ja, aber auch die Waffen, die man für die anderen Sachen kriegt. Ich finde, der Hardhead zum Beispiel, der sollte, weil es ist ein Schutzhelm, Ich habe jetzt ne? das hübscheste Pferd. Wahrscheinlich. Ich dein Pferd eigentlich auch Mützen aussuchen. Mein Charakter, ich habe ja diese Schuhe, die ich von dir bekommen habe, ne? Ja, bringt irgendwas? Die haben zwar nur 1 Verteidigung, aber 6 Immunität. Das ist super gut, weil wenn mich Slimes einslimen, bin ich viel seltener halt davon betroffen. Wie viel Cool, ich kriege habe die ich Schuhe jetzt weggeworfen. so? Ich fand lustig und habe sie weggeworfen dann bei mir. Ja, sie sind halt okay. Wenn man sie nicht hat, ist jetzt nicht so schlimm, aber sie sind okay. Jo. Hallo Pferdchen. Wir sollten einfach da unten in der Nähe wie heißt das Gewächshaus, einfach nur deshalb noch ein Haus bauen, damit wir da schlafen können. Wir machen einfach überall Huts hin. Nicht für irgendwelche Leute, sondern damit wir da schlafen können. Schlafen, wir machen jetzt halt einfach quasi Couchsurfing. Es gibt eine Mod, wo du in den Ställen dann kleine Zimmer noch hast mit Betten. Hab ich neulich gesehen. Also neulich. Doch, neulich. Für die Leute, die das Video jetzt sehen, Leute. Da ist es neulich. Müssen wir mal was verkaufen? Ja, wäre ganz gut. Hast du was verkauft? Nein, natürlich nicht. Dann warte, ich verkaufe. So, einmal das dahin und dann packen wir für dich hier schon Sachen hin, die einfach jetzt schneller wachsen. Und dann gießen wir die ganz schnell. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie lange braucht die? Die braucht jetzt 19 Tage. 19 plus 7 sind 26. Die wird sogar diesen Monat noch fertig. Und in 22 Tagen sind die uralten Früchte fertig. Das heißt, du kannst im Herbst dann auf jeden Fall dort schon uralte Früchte 15 immer ernten. Ich hab dir gerade nicht zugehört. Du kannst im Herbst uralte Früchte ernten gehen. Das finde ich super. Ich habe jetzt 15 Stück, hatten wir gehabt, habe ich jetzt da reingepackt. Ja, wir werden bei unserem Privatspielstand, kann ich ja eben nochmal erzählen, während du noch nicht im Bett bist, mit Suki, 1043 Ancient Fruits im Frühling anpflanzen. Das ist in Ordnung, wenn du das gleiche Das sind. mit Sweet Jam Berries machst, kommst du halt noch günstiger. Das Problem ist halt, oder noch besser, das Problem ist halt, ich kann es nur einmal pflanzen. Ja, naja, wir haben halt 3 Junior-Huts mit Prismatic-Sprinklern, wo du Ja. halt keine Wege mehr zwischendurch brauchst. Genau. 3,5. So. Alles ist schwarz bei mir. Und jetzt geht Wir es. können jetzt Iridium-Band bauen. So, wir haben ein bisschen Geld bekommen wieder. Schatten, Mayonnaise und Käse. Gibt insgesamt 1610. Das ist doch super. Okay, Leute. Notfallverkaufszeug. Das war's dann auch schon für heute. Wir sehen uns Ja. dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.